Wir befinden uns hier im Kloster Kikkos. In dem Kikkos-Kloster befindet sich die wundertätige Ikone der Gottesmutter von Kikkos, die hier abgebildet ist. Das ist das größte Heiligtum der Insel Zypern und alle Pilger, die zu dieser Insel kommen, besuchen auf jeden Fall diesen Ort hier und beten vor der Ikone der Gottesmutter. Diese Ikone wurde der Überlieferung nach vom heiligen Apostel Lukas selbst gemalt. Der Apostel Lukas war ein Ikonenmaler und hat mehrere Ikonen angefertigt, unter anderem diese, die wir hier in dem Kloster haben. Diese Ikone befand sich an verschiedenen Orten, zuletzt in Ägypten, aber sie wurde hierher gebracht. Es gab hier vor Ort einen Einsiedler, Isaias, und der war bekannt für sein ehrfürchtiges Leben. Die Tochter des Imperators Alexei des Ersten in Konstantinopel wurde krank. Und der Imperator hat nach dem Vater Isaias geschickt. Dieser hat gebetet und die Tochter des Imperators, Anna Komnina, ist auf die Gebete hin gesund geworden. Daraufhin hat der Imperator die Ikone nach Zypern bringen lassen, hat eine große Geldspende gemacht, damit hier eine Kirche gebaut wurde. Wir sind jetzt in dieser Kirche. Die Kirche ist der Geburt der heiligen Gottesmutter gewidmet. Bei dieser Ikone gibt es eine Besonderheit, und zwar ist die Ikone abgedeckt. Wir sehen sie hier, aber davor ist zum einen aus Metall ein Schutz und zum anderen ein Tuch, welches dieses abdeckt. Das ist schon seit vielen Jahrhunderten so. Früher war die Ikone natürlich offen, aber dann wurde sie abgedeckt. Man hat es gesehen als den Wunsch der Gottesmutter. Und es kommt nicht oft vor, dass Ikonen so abgedeckt werden, aber in diesem Fall gibt es hier diese Tradition. Sie wird schon seit Jahrhunderten nicht aufgemacht, nur in einem Fall, wenn es eine Naturkatastrophe gibt, wenn es eine große Dürre gibt, dann wird die Ikone herausgetragen, auf eine Empore gelegt und gegen Himmel aufgemacht, sodass sie niemand zu Gesicht bekommt, außer dem Herrn selbst. Auf diese Art und Weise drückt man sein inständiges Gebet aus. Im Jahr 1798 wurde eine Kopie dieser Ikone angefertigt, und diese Kopie, die kann man sehen, also die natürlich nicht als Fotokopie, sondern als gemalte Kopie. Diese Bedeutung findet sich hier links neben der königlichen Pforte. Über der Ikone haben wir dieses Tuch, und in ganz besonderen Fällen wird dieses Tuch oben gemacht, und dann gibt es ein kleines Türchen, welches aufgemacht wird, und dann hat man einen kleinen Blick auf diese Ikone und kann diese verehren. Das wird nicht oft gemacht, aber für unsere Pilgergruppe wurde das Türchen geöffnet und wir konnten die Ikone selbst küssen und verehren. Außerdem befindet sich hier im Kloster das Haupt des heiligen Apostels Barnabas, der die Kirche in Zypern begründet hat, und viele andere Reliquien. Es sind, glaube ich, über 70 Reliquien, die sich hier in dem Kloster finden lassen. Man kann da hingehen, da steht immer, welcher Heiliger in dieser Reliquie sich befindet oder von wem diese Reliquie ist, und diese kann man dann verehren. Sie befinden sich in einer kleinen Nebenkapelle von der Hauptkirche. Es gab einen Fall, als jemand versucht hat, die Ikone zu öffnen. Und zwar war das ein Patriarch gewesen, German. Er hat im Jahr 1699 die Ikone für sich öffnen lassen. Aber als er sie öffnete, ist er erblindet. Und erst nach einer längeren Zeit, nachdem er gebetet hat und Buße getan hat, hat er wieder sein Augenlicht zurückbekommen. Daher respektiert man auch weiterhin hier diese Tradition, dass die Ikone abgedeckt ist. Das Kloster wurde erst in jüngster Zeit mit Mosaiken
verziert und sind auch Fresken gemalt worden. Ein Teil der Fresken ist aber aus dem 18. Jahrhundert. Libero.